Herzlich willkommen zu Fit in Quarantäne Teil 6. Heute für euch drei effektive Übungen gegen Schmerzen im Bereich des Darmkreuzmanngelenks. Kennt ihr auch als ISG. Viel Spaß dabei! Starten wir mit Übung Nummer 1. Ausgangslage ist, wie in dieser Position zu sehen, die Rückenlage mit angestellten Beinen. Wir greifen im ersten Schritt ein Bein, umarmen das quasi und ziehen es dann zur Brust dran. Gleichzeitig den Lendenbereich Richtung Boden auf die Matte drücken und das andere Bein strecken wir jetzt nach vorne weg und gleichzeitig üben wir noch leichten Druck in den Boden aus. Das führt jetzt dazu, dass wir einmal die Beweglichkeit verbessern hier im Hüftbeugebereich und bei dem anderen Bein im Bereich des Gesäßmuskels. Wir halten das Ganze so circa 20 bis 30 Sekunden, wechseln dann die Seite und dann geht es weiter zur nächsten Übung. So, Übung Nummer 2, gleiche Ausgangslage. Nur jetzt legen wir im Halbschneidersitz ein Bein vor das andere, greifen dann das Bein, das am Boden steht, am Oberschenkel, indem wir mit einer Hand durch die Beine durch, die andere Hand außen vorbei und üben dann Zug aus Richtung Brustkorb, sodass wir eine Dehnung hier im Bereich des sogenannten Musculus piriformis erreichen. Das ist so ein Hauptakteur, wenn es um Beschwerden im Bereich des ISG geht. Auch hier wieder 20 bis 30 Sekunden halten, danach Seitenwechsel. Wenn wir jetzt Probleme haben mit der Beweglichkeit, sprich wir kommen nicht hoch, können das Bein nicht greifen, kriegen es nicht angezogen, kann man sich hier als einfaches Hilfsmittel einfach ein Handtuch nehmen, das quasi die Arme für uns verlängert. Wir legen das Ganze um das Bein und üben dann den Zug aus, bis wir diese Dehnung im Bereich der Hüfte seitlich am Gesäß spüren. Kommen wir zur dritten und letzten Übung. Ausgangslage hier auch wieder Rückenlage, ein Bein angestellt, das andere flach am Boden. Jetzt greifen wir mit dem rechten Arm mit der Hand an die Außenseite vom linken Knie und ziehen das Knie der anderen Seite Richtung Boden. Wichtig dabei, mit dem Becken nicht aufdrehen, sprich mit dem Becken auf der Seite nicht vom Boden abheben und halten auch hier wieder für 20 bis 30 Sekunden die Dehnung und wechseln danach die Seite. Viel Spaß dabei! Das war's auch schon mit Fit in Quarantäne Teil 6. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Dehnen und wären euch wie immer dankbar für ein Like.